Pickup gehabt? Na, 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 nur Pickup One haben wir schon einmal gehabt. Ach so, ja, Pickup, sag mal. Steht nach wie vor nicht, warum jeder jetzt ein Elektro-Pickup rausbringt. Also jetzt BYD bringt jetzt auch ein Elektro-Pickup raus. Und ich verstehe nicht, warum. Das macht ja keinen Sinn als Pickup. Weil Tesla das macht, machen das halt andere auch. Ja, Das eher ist. war der LKW da mit Elektroantrieb, windschnittig wie er kosten. Ja, wobei er gefällt mir besser als das komische Ja, er ist halt, na gut. Star Wars Auto vom Elon. Ja, das ist jetzt keine Kunst. Ja. Ich meine, BYD hat aber Simples gemacht. Sie haben einen Pickup nur wie einen Pickup ausschauen lassen. Ja. Das Ja, war die Kunst. es schaut aus wie ein Auto, das hat Türgriffe, richtige, echte. Ja, und du hast eine Ladefläche. Eine Ja, richtige. das ist eine richtige Ladefläche. Da hat sich BYD sehr viel Also, Mühe gegeben. es schaut echt aus wie ein richtiges, normales Auto. Na gut, das ist für mich ja nicht die Anforderung an ein Elektroauto, aber im Vergleich zu einem Cybertruck von dem leicht psychisch geschädigten Iren da aus den USA schaut das halt immerhin noch schön aus, obwohl es Pickup sinnfrei ist, in meinen Augen. Für das Mehr der Leute würde ich sagen, also Pickups sind für mich nur für Leute, die wirklich sagen, keine Ahnung, ich bin Handwerker und ich muss dauernd alles mitnehmen. Dann sage ich, okay, Pickup verstehe ich, aber jetzt für Otto Normalverbraucher, ich sage jetzt bewusst Verbraucher, weil ich weiß nicht, wie viele Frauen tatsächlich am Pickup fahren. Tatsächlich sehe ich viele damit umfahren, Okay, dann sagen wir Otto Normalverbraucherinnen. Weil was soll ich damit? Soll ich jetzt damit zum Sparfahren meinen Wocheneinkauf machen? die Leute fahren auch mit ihren 3-Tonnen-SUV zum Sparen Wochenende einkaufen Ja, machen, also. das ist ja genau so das, wo du denkst, ja, okay, aber ja, Ja, also das ist ein anderes Thema. BYD hat jetzt auch einen Pickup. Ja, okay, ja, nicht so schlecht. Aber es gibt noch keine Preise und nichts. Also das ist jetzt dann noch Okay. relativ neu. Und? Soll ich jetzt eigentlich gleich mit den anderen E-Autos weitermachen? Ich habe auch noch ein E allerdings, aber nachher kannst du auch gleich Ja, mit den anderen weitermachen. dann mach du das zuerst und dann mache ich einen anderen Block Ja, gleich. genau. Also meiner ist jetzt eigentlich nur die drastischen zurückgehenden Zahlen von Neuzulassungen In Deutschland in meinst du jetzt dann, gell? Deutschland. Ja, weil ja die deutsche Regierung hat ja die okay, die Förderung haben sie ja gekippt. Okay, war vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil jetzt die Autohersteller ja selber gesehen haben, okay, ja, puh, dann kauft es keiner. Dann machen wir jetzt einfach nochmal einen Preisnachlass. Dann hat man erst gesehen, was die eigentlich für Marge auf die Autos haben. Aber jetzt fangen ja VW jetzt langsam an, ihre eigene Förderung quasi auslaufen zu lassen. Und ja, die Sache ist halt jetzt die, also Rückgang von fast 30% im Vergleich zum März des letzten Jahres. Ja, aber wir wissen ja eh, dass die Deutschen genauso wie die Österreicher eigentlich Benzinbrüder sind und das haben wir eh vor zwei Episoden kurz besprochen über den Zuspruch von Elektroautos innerhalb der Europäischen Union. Wundert mich jetzt für Deutschland jetzt so nicht ganz. Folge draus, vielleicht wird das eine oder andere Modell ja dann doch noch einmal etwas günstiger, weil sie die vollen Lager wieder leer kriegen müssen, damit sie da wieder irgendeine Dieselstinker einstellen können. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, das ist, ich glaube, so wenn man es wieder als ein Positivbeispiel haben will, müsste man nach Norwegen schauen, wie die das gemacht haben. Weil die haben halt konsequent so angefangen, dass
E-Autos günstiger waren, dass E-Autos weniger Steuern gezahlt haben, dass Ist ja bei E-Autos uns sogar halt so. ka ja, dann hat es halt nur Dinge gegeben wie eine City-Maut und E-Autos waren davon ausgenommen und so weiter. Versuch sowas mal in Deutschland oder in Österreich Eine unterzubringen. Ja, City-Maut, ja, viel Spaß. ich meine, in Deutschland schaffen sie es dank dem komischen Schwachkopf da aus der FDP, dem Volker Wissing, schaffen sie es ja immer noch nicht, ein Tempolimit auf den Autobahnen einzuführen, weil er ja der Meinung ist, dass der Großteil der Deutschen auf die Straße geht, wenn ein Tempolimit eingeführt wird. Wobei die ganzen Umfragen eher dafür sprechen, dass der Großteil der Deutschen für ein Tempolimit ist, aber Ja, mein Gott, die FDP ist schon einmal aus dem Bundestag ausgeflogen. Sie schafft es ein ja, zweites ich Mal. finde es aber trotzdem irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass das eine Partei, die es gerade ums Ohr schlecken, vielleicht ein paar Lobbystimmen sich irgendwo noch zugekauft hat, die gerade einmal in den Bundestag kämen ist, aufgrund ihrer lächerlichen Kackleistung der letzten 30 Jahre, dass sie so in einer Regierung so viel Macht haben, um einfach SPD und Grüne einfach in den Stinkefinger zu zeigen. Also, Ja, das das. ist die Macht einer kleinen Arschlochpartei. Ja. Gut, in Österreich hat das in Ich... Öst, in, ist österreichische Pendant hat 30%, also was will man machen? Laut aktuellen Umfragen. Naja, ist es Pendant, nicht die Neos? Na. Na, tut mal Leute, na, würde ich nicht sagen. Die FDP ist genau die. Ist Ich sehe die originale doch, die Gegenstück Neos. zur ÖVP. Weil die Also. CDU und die ÖVP kannst du jetzt nicht mehr vergleichen. Die CDU ist ja eher schon sowas wie die FPÖ. Ja, das ist schwierig, da Grenzen zu ziehen, aber ich muss auch ehrlich sagen, was ich so in letzter Zeit so von Neos mitgekriegt habe, also die sind schon auch, gell, für, die verkaufen auch alles, was nicht bei Das drei Wegen Liberale, ist. die würden für ein Ja. bisschen Neoliberale, Entschuldigung, nicht Liberale, Neoliberale, weil für kleines Körpergeld verkaufen die Oma und den Erstgeborenen noch dazu. Na, weil das ist alles wert da mit den Dingen und das ist ja, also in letzter Zeit, also die sind jetzt nicht so, also ich finde, die kann man mit der FDP schon ziemlich gut Das vergleichen. schon, aber ich finde die FDP noch Aber. einmal ein Stickerl härter, weil die Neos haben zumindest ein. Die Neos haben zumindest ein bisschen sowas wie. Ne, ich weiß nicht, was die in letzter Zeit so ausgelassen haben. Österreichische Innenpolitik verfolge ich absolut nicht mehr, weil ich bin eh schon so schwermütig. Das gesagt hast, ich lasse es Na, gleich. sowas zieht mich nur noch weiter ab. Also, Politik in Österreich ist einfach ein Armutszeugnis. Also, ja. Armutszeugnis. Dann hupf du gleich zu deinen E-Auto-Themen, wenn du schon so eine coolen E-Auto-Themen hast. Coole E-Auto-Themen. Wo habe ich das jetzt gehabt? Mercedes. Ja, mehr Mercedes da. Also Mercedes bereitet jetzt was unter der E-Klasse vor. Also das heißt, es kommt jetzt eine neue Einstiegsklasse. Der heißt CLA EV. Hat dann angeblich 750 Kilometer Reichweite und ist schon einmal am Polarkreis gesichtet worden zum Testen. Also ist jetzt eine neue Plattform von Mercedes, hat dann auch das 800 Volt Lades- oder Voltsystem soll in 15 Minuten 400 Ah, Kilometer laden okay, können. Umstellung aufs 800-Volt-System, okay, ja. Ja. Und soll dann so im Durchschnitt nur 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbrauchen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was das für eine Teststrecke war und so weiter. Aber Mercedes kommt da jetzt auch langsam mit so Einstiegsmodellen daher. Ganz kurz. Ja. Das soll ein Einstiegsmodell sein. Das ist ein Einstiegsmodell, ja.
Mercedes baut aber will in Zukunft keine Autos mehr wie eine klassische A-Klasse oder sowas bauen. Wieso? Was ist die A-Klasse? Weil Mercedes schon vor, oder das war schon vor Jahren gesagt hat, sie wollen nur noch dieses Premium-Segment wirklich bedienen. Ja, jetzt, aber nachher ist das ja kein Einstiegsauto, weil ein Einstiegsauto Für für. Mercedes ist das dann ein Einstiegsmodell. Ah, okay, für Für Mercedes ist Mercedes, ein also das ist Einstiegsmodell. ja richtig. Okay. Ah, weil Einstiegsmodell ist für mich etwas so Anschaffungspreis zwischen 15 und 25.000 Euro. Na, da hat Mercedes gar nichts. Okay. Ja. Aber Mercedes hat, glaube ich, noch nie ein Auto um den Preis Sie gehabt. haben schon günstige Modelle gehabt, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was war denn das für Klasse? Ja, das hat war auch extrem schlecht. Also, es war sehr billig gebaut, sagen wir so. Mercedes Einstiegsklasse. Warte mal. Das war aber nicht die A-Klasse, sondern. Oh Mann. Rauszoomen, du siehst überhaupt nichts. Na, eben nicht die A-Klasse, war das die C-Klasse? Na, die C-Klasse, aber die D-Klasse. Gibt's die D-Klasse? Fahrzeugreihe von Mercedes-Benz. Fahrzeugreihe. Mercedes-Benz. Erzähl du weiter, während ich das aussuche da. Ja, es gibt jetzt sonst eigentlich gar nicht viel mehr zu erzählen dazu, Ah, weil okay. ich nicht mehr weiß. Also, da gibt es jetzt nichts Besonderes, was man dazu sagen kann. Also, ja, aber Mercedes hat da jetzt auch was Neues dann im Petto. Also, es ist da bei den Link auch ein Video dabei. Natürlich ist das halt alles nur getarnt. Aber wird halt so eine klassische, also soll so Model 3 Größe haben, wahrscheinlich nennen wir es so elektrische C-Klasse von Mercedes in die Richtung. Also was halt so der klassische lang der Einstieg von Mercedes war, bis irgendwann, glaube ich, die A-Klasse gekommen ist. Okay. Ich finde es nicht. Ich glaub Also ich weiß nicht, ob C du jetzt oder sonst noch was gefunden W-Klasse hast, war das. aber C oder W-Klasse. Ich glaube die C-Klasse. also C war, die gibt es schon Ja. lang. Kann aber sein, Mercedes hat sehr lang, Baureihe. glaube ich, Kooperationen mit Renault gehabt. Da haben sie einmal so Autos zusammen Naja, es kann schon gebaut. sein. Die waren eher ein bisschen. Also, Kann mich nur erinnern, ein bisschen an meine Jugend, weil irgendeiner hat einmal so eins gehabt und das hat an allen Ecken und Enden. Wie soll man das sagen? Technische Unzulänglichkeiten gehabt. Technische und Materialunzulänglichkeiten. Also es ex das glaube ich extrem heißt. viel Rost und billig gebaut einfach. Das was man halt Tesla ankreidet mit Spaltmaßen. Die Spaltmasse. Ja. Ja, und dann Oh yeah. zu dem Auto, was wahrscheinlich, oder zu dem Elektroauto, das wahrscheinlich im Moment so, ja, das Gesprächsthema Nummer eins immer ist. Xiaomi hat schon extrem lange Wartezeiten auf das Modell, auf den S7. Dann 27 bis 30 Wochen, weil es hat insgesamt 90 Vorbestellungen, also innerhalb eines Tages gegeben. 90. 90.000, ja. 90.000, okay. Ja, 90 wäre ein bisschen. Wir haben 90 Vorbestellungen. Wir haben bereits ein halbes Jahr Lieferzeit. Der Alexander und ich, wir haben beschlossen, dass wir versuchen, in jeder ne der kommenden Ausgaben einmal kurz den aktuellen Status dieses SU7 zu beleuchten, weil ihr immer noch der Meinung bin, dass das auch bei 90.000 Vorbestellungen einfach extrem floppen wird. Nicht 90.000, 1990. Entschuldigung, 90.000. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß es nicht. Also, ich meine,
okay, wenn die wirklich, also wenn das realistisch irgendwann einmal nach Europa käme, dieser SU7, und das nur annähernd zu so einem Preis, 40, ja, 40, dann fuck. 45.000. Also das Ding, das wäre der absolute Ja, das haben Preisknüller. wir schon besprochen. Glaube ich nicht. Ja. Also, wir werden sehen. Also, es schaut, man, so weit gefällt es mir. Also, rein optisch finde ich es Das ein haben wir ja schönes schon gesagt. Auto. Ich finde ihn auch wunderschön. Also, es ist ein schönes Auto. Also, auch der Innenraum und auch das Infotainment wirkt sehr durchdacht. Man, klar, sie kennen Smart. Ja. Ob es dann in Realität so ist, werden wir sehen. Ja. Genau. Dann noch was zu Tesla. Also ja, Kunden wollen keine Teslas mehr kaufen aufgrund des Ja, Geschäftsführers. ich weiß, man soll sowas ja eigentlich nicht machen, aber ziemlich blatt ist er geworden, gell? Also. Ich sag mal so, ist jetzt nicht ein vorteilhaftes Bild für ihn. Fassen wir es Und kurz, die sagen wir Stielaugen. Wobei, sagen wir es, eine dann. Haartransplantation hat ja wirklich gut gefruchtet. Ja, das kann man schon machen. Allerdings, im Gesicht hat es nicht so gut funktioniert. Die Haartransplantation. Ja. Oder was? Also, ich sage jetzt so, okay, für seinen Look kann er ja wenig. Aber ja. Wohl, na, 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 das Milliardär, der kann alles machen. Ja, gut, das sagen wir so, ich meine. Ja, er könnte theoretisch, ich meine, er hat schon eine Haartransplantation gehabt, okay, normal könnten das auch wurscht sein. Ja. Jeff Bezos schafft es ja ohne Haartransplantation. Wenn wir schon bei Genies sind, ich schaff's auch ohne Haartransplantation. Das ist Ja. richtig, ja. Das ist richtig, aber ist halt so. Was, also das ist ein Ding, was ich übernommen, das habe ich jetzt, glaube ich, die Woche erst entdeckt, und zwar die New York Times hat ja jetzt etwas, die hat jetzt eine Podcast-Sektion, oder wo du halt so Nachrichten lesen oder hören kannst. Da ist das alles so vereint, und die haben da einen relativ coolen Beitrag drin gehabt, wie eigentlich China Tesla unter Anführungszeichen benutzt hat, um ihr Autoindustrie zu pushen. Und zwar China hat eigentlich etwas gemacht. Tesla war ja irgendwann einmal sehr, sehr nahe dem finanziellen Ende. Und Ja. China hat dann quasi für Tesla ein paar Gesetze so gemacht, dass die sehr ähnlich zu den kalifornischen Gesetzen waren für Autos. Hat aber Kalifornien hatte vergleichsweise restriktive Gesetze, oder? Ja, richtig, China hat das auch gemacht, weil sich Tesla das gewünscht hat, weil davon Tesla extrem profitiert hat, weil sie so ein Art Zertifikat gekriegt haben, dass sie haben weiterverkaufen können. So, und jetzt hat China aber etwas gehabt. China, da haben die meisten Leute noch nie ein Verbrennerauto besessen. Das heißt, die haben das nie gewusst, wie ein Verbrennerauto wirklich ist, weil da ein Nummernschild teilweise unbezahlbar war für ein Verbrennerauto. Also, dass du wirklich eine Anmeldung für ein Elektroauto bekommen hast. Und China ist jetzt hergegangen und hat gesagt: Okay, da wir jetzt ja eh so dick Demokratie unter Anführungszeichen sein. Also, war freudsche Versprecher, war fast drin. Schön, passt, gut. Ja. Also, das Sehr war. gut. Und jetzt haben die halt gesagt, okay, wir machen das jetzt alles so, dass Leute zum Elektroauto ge gepusht werden. Und jetzt sind die hergegangen und haben das aber eigentlich, sie haben da in den Beitrag dann das Wort Catfish verwendet. Catfish verwendet man so im Business-Jargon, wenn du irgendwas machst, damit andere angetrieben werden. Das ist so die. Gibt's da nicht so eine MTV-Serie, die Catfish heißt? Das kann durchaus sein. Also Catfish ist eine Fischsorte, die relativ schnell schwimmt und alle anderen auch dazu treibt, quasi schnell davon zu schwimmen. Und jetzt haben die halt sowas gemacht und haben halt damit dann
andere Autohersteller wie BYD und andere damit gepusht, dass sie innovativer wären, weil sie natürlich Zulieferer waren für Tesla, die Verkaufszahlen von Tesla gestiegen seien. Und damit hat China ihr Autoindustrie eigentlich extrem gepusht. Also, das heißt, sie haben das super gescheit gemacht. Und das kommt auch ganz gut in den Beitrag da zur Geltung, weil Elon Musk hat ja zuerst über BYD und andere Hersteller aus China gelacht. Mittlerweile lacht er nicht mehr drüber. Ja, da haben wir knapp 20 Jahre später eine ähnliche Situation. Nokia hat damals auch über das iPhone gelacht. Ja, so in etwa, ja. Ja, ist genau, wahrscheinlich genau sowas. Die Selbstüberschätzung eines Unternehmens. Bei Nokia war es halt nicht eine Person, sondern halt da war der Nokia-Chef war nicht so das Aushängeschild des Konzerns. Aber da haben sich ja damals ja auch einige zu Wort gemeldet und gesagt, wer soll denn so ein Blödsinn bedienen? Mit der Hand bedienen, mit den Fingern, mit Gesten? Was Ja, ist denn das für ein richtig, Blödsinn? richtig. Ja. Und China hat halt zum Beispiel, das habe ich gar nicht gewusst, BYD geht ja noch weiter. BYD baut ja nicht nur baut nicht nur die Autos, die man die Akkus weiß man, dass BYD baut. BYD ist ja Aber Akkuhersteller ursprünglich, ja. BYD besitzt sogar die Lithiumminen und besitzt sogar eine eigene Schiffflotte, die die Autos von China nach Europa bringt. Also BYD also bestimmt die komplette Lieferkette durchgehend. Das heißt, sie können alles machen. Okay, die sind auf dem Weg zu einem klassischen Mischkonzern, der sich selbst Ja, richtig. quasi sowohl Produkte und Sagen wir es, was Material als ist? auch Sie sei. komplett die Lieferkette zur Verfügung stellt. Genau, das heißt eigentlich, BYD ist fast so wie Samsung halt im Mobilitätsbereich. Oder Toyota. Ja, Toyota ist auch Beispiel. Ich glaube, Toyota besitzt keine eigene jetzt Schiffflotte, dass sie das auch Toyota machen. Also baut würde mich jetzt Schiffe. wundern. Ja, eh, aber ob die selber Schiffe besitzen, das weiß ich nicht. Ich kann es mir schon vorstellen. Ist ja eh, aber das heißt, die sind eigentlich. Egal was, BYD ist davon niemanden abhängig. Ja. Und das ist eigentlich das Witzige, dass durch das, dass Tesla dort zuerst richtig viel Geld verdient hat in China, eigentlich denen quasi die Blaupause gegeben haben, wie China mit Elektroautos erfolgreich wird. Ja, da hat der Winnie Pooh jemanden ins Honigtöpfchen gelockt und dann draufgeschlagen. Nennen wir es so. Aber es ist ja so nett, wie sagen diese erfolgreichen Businessleute immer so: Wettbewerb belebt das Geschäft, Genau, oder? ja. Ja, Und und jetzt sieht er was und der ausgegeben. Markt und der Markt regelt das von Der Markt alleine. regelt schon. Der Markt Der Markt regelt regelt es. schon, ja, der Markt regelt Richtig, alles. halt immer für einen zum Nachteil, aber passt schon. Wer Und meistens immer für für den, viele zum ja, meistens für alle zum Nachteil. meistens für die, die eh nichts haben. Ja, genau. Schön. Okay. Ja, das kann ich empfehlen. Also, das ist relativ cool, was die New York Times da integriert hat mit dem Podcast. Interessant. Ja, sehr gut.